Moin Leute, willkommen zur nächsten Folge Arc Operation. Ja Leute, ich habe meinen PC nun aufgerüstet, habt ihr vielleicht im letzten Video gesehen. In Survival of the Fittest haben wir da gespielt und da waren die Performance schon deutlich besser. Leute, Metall läuft durch. Schaut euch mal an, ich habe alles reingepult. Wir haben jetzt 1326. Das sieht ja schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Dungbeetle hat auch gerade ein bisschen Öl gemacht. Dann kann ich auch gleich ein bisschen Kupfer da reinschmeißen. Gucken wir mal hier, wie viel da tragen kann. Ja, es geht schon. So, hier ist der Bulbdog. Was geben wir den, Leute? Leuchtradius würde ich einfach mal einen Punkt geben. Schaden kann er nie. Da muss ich nur wieder Emote abspielen. Einschalten. So. Also Leute, wir können mal ganz kurz durchgucken. Hier ist Metall drin. Noch genug. Hier ist genug drin. Hier ist genug drin. Und hier ist auch noch was drin. Einwandfrei, Leute. Mal kurz zum Einblick für die Performance, Leute. Wir haben jetzt 90 FPS. 80 bis 90 FPS. Jetzt sind wir teilweise 100 FPS. Ist interessant, Leute. Das ist sehr interessant. Gut. Futterdruck können wir mal bauen. Mal gucken, ob ich den schon freigeschalten habe. No, haben wir nicht. Und Leute, ich nehme das ganze Video zwar am Samstag auf, aber es wird vermutlich, beziehungsweise es wird zu Weihnachten online sein, hochgeladen sein. Deswegen, Leute, ist für euch wahrscheinlich heute Weihnachten. Und deswegen möchte ich euch frohe Weihnachten wünschen. Ja, frohe Weihnachten für euch. Schönes Weihnachtsfest. Auch wenn bei mir heute, ja, Samstag ist. Gut, da können wir gleich mal gucken. Hier, stimmt, haben wir auch hier. Ja, genau, so sieht's aus. Dann tue ich hier mal den Futterdruck ein bisschen füllen, damit das mal so direkt alles, ihr wisst schon, läuft, wie es sein soll. Ach ja, die Base war noch nicht fertig, Leute, super, genau. Schauen wir mal hier. Wir haben jetzt hier das hier, ein Dach muss drauf. Und zwar können wir gleich mal gucken. Das hier sind ja Dinger, genau. Also, das hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, also 16. Rein theoretisch müssten 16 Dächer sein. Die bauen wir uns mal schneller fertig, wenn es möglich ist. Das wird natürlich auch wieder eine interessante Sache. Wahrscheinlich haben wir die Ressourcen nämlich nicht da. Stroh fehlt. Es fehlt nur 277 Stroh. Jetzt haben wir schon eine Stroh zusammen, Leute. Weil wir werden bald zum blauen Biom gehen, wenn wir noch ein bisschen mehr vorbereitet haben. Dann geht es wirklich zum blauen Biom. Ja. Dann geht es dort richtig los. Wir brauchen nur eine Industrieschmelze, dann haben wir das schon mal. Steinwurst, ja. 16 Stück. Nice, nice, nice. Ich würde sagen, ich gehe mal ganz kurz geschwind im Dings ans gucken. Im blauen Biom. Moment mal, ist das meine neue Karkinus eigentlich? Ach so, ist ja, das ist die neue, aber die hier ist noch ein bisschen stärker. 477, 484. Ja gut, da fehlt noch ein bisschen was. Und dann ist die auch so stark. Ich hoffe, die wird stärker. Also 20, ja, wäre natürlich jetzt richtig genial gewesen, wenn es jetzt ein richtiges High-Level-Viech gewesen wäre. Und die Ausrüstung hier mal ganz kurz gucken. Ja, okay, also die ist eigentlich voll. Ja. Ich meine, wenn hier vor der Base eine High-Level-Karkinus wäre, das wäre ja mal abnormal geil, oder? Der Schaden von der Karkinus ist okay, aber das Leben ist viel zu wenig noch. Für die Rock-Track-Flucht, wo wir irgendwann hinwollen, muss die Karkinus wirklich mehr können. Die ist noch dafür wirklich zu schwach. Die ist dafür einfach zu schwach, das brauchen wir nicht.
Aber das hebe ich mal mit auf. Kann man ja bestimmt gebrauchen. Dann bitte noch ein Proben erstmal nicht. Moment mal, ich bin auf der Seite, lol. Ich hoffe, der macht jetzt nicht wieder gleich so einen Anfall, ja? Das ist übertrieben viel. Das ist wirklich übertrieben viel, was da draus kam. Nehme ich jetzt und mach ein Dach um drauf. So, und zwar, ich hoffe, ich habe genau abgezählt. Sollte aber rein theoretisch genau passen. Auch wenn das ein bisschen komisch aussieht, aber passt schon so. Wie ist das? Ja, kann man schon machen. Okay. Steinfarm gehen wir da jetzt gleich mal. Weil da ist auch nicht mehr drin. Ist natürlich mies. So, bitte drehen Sie sich. Und jetzt bist du dran, Karkinos. So. Ich gucke mal geschwind rein, wie viel wir jetzt da haben. 2250. Reicht das? Ich würde sagen, noch ein bisschen. Jo. Stein rein. Mal gucken, wie viel ich da jetzt basteln kann. 100. 100. Das ist ja mal genial. Dann können wir auch gleich mal gucken, wie es aussieht mit dem Moment, wo war denn das? Elektroschuss, nicht Herstellung. Ach, immer noch, warte mal. Kristall fehlt, Metallbahn, Zement. Ja, okay, wird nicht reichen, aber wir können das Ding ja schon mal freischalten. Forge. Ach so, Level 80. Noch ein Level immer noch. Daran habe ich gar nicht mal gedacht, Leute. Seht ihr, Leute, so sehr kann es sein. Der Anklu kann ein bisschen Kristall rausholen. Ja. Ich halte das einfach mal so direkt hin, ist ja nicht weit. Ich hoffe, ich komme durch. Jo. Sehr gut. Wie sieht es mit denen aus? Hat noch Bären drin. So. Das Kristall sollte ja schon fast reichen, jetzt gefühlt. So würde ich sagen, Leute. Diese Leitung behalte ich gleich mal. Und ich würde den gleich mal hier mit der Karkinus nehmen und hinschmeißen. Ja, müssen wir mal ein bisschen hinkriegen hier. Und dann tun wir mal das Zeug reinschmeißen und gucken mal, was noch fehlt. Brauchen wir dafür Öl? Wir brauchen ja dafür Öl, das dachte ich schon mal. Ich tue mal hier Kristall reinziehen. Kristall, 910 Kristall, das ist ja genial. Und grüner Edelstein. Okay, jetzt tun wir nochmal nach. Zement 600. Und das Öl haben wir schon da. Krasse Sache. Metallbahn 702. Stein kann gleich wieder rein. Und tatsächlich ist sogar
zeige ich das durch. Aber erstmal machen wir jetzt hier bei Kochen ein Momentchen. Nochmal. So jetzt. Weil das war gerade nicht da, das Zeichen hier. Ein Lagerfeuer. Damit wir uns langsam wirklich mal darauf vorbereiten können. Damit es hier mal vorangeht, Leute. 100, 100, 100, 100. Da, wir haben das Zeug. Wir haben genug Zement da. Geniale Sache. Das ist richtig genial. Das ist richtig geil. Ich craft mir auch gleich mal ein bisschen an. Hier sind sie ja. 89 Betäubungspfeile noch dazu. Bauen wir mal ja oben irgendwo das Lagerfeuer hin. Ich würde sagen, machen wir gleich in die Ecke hier. Und nur noch ein bisschen Holz hier rein. Nehmen wir gleich mal hier 100 Stück. Und rohes Fleisch. Wir nehmen gleich das Zeug hier aus dem Kühlschrank raus und machen es an und hier geht's raus. Wir können ja das auflassen, das Zeug, oder? Die Türen. Fenster. Ich lasse die mal offen, weil da ist ein bisschen schön. Haben wir ein bisschen Licht zumindest, ne? Hat jetzt wirklich ein Level ab hier, der kleine Kollege. Okay, was gehen wir denn? Generation nochmal, dann gehen Drehpunkte da auch Ladung und dann Leuchtradius. Ich weiß nicht, brauchen wir Leuchtradius? Das ist halt die Sache, die mir. Weiß ich nicht. Gut. Narkotics haben wir uns durchgeschossen. Das ist cool. Metallbahn können wir nochmal gucken hier. Jo, das geht da mal richtig flott voran. Guck mal an hier. Wir haben so gut wie alles zusammen. Zement, ja, das läuft noch durch. 600 Metallbahnen fehlen noch. Hier. Jetzt fehlt nur noch 608 Metall. Und bis dahin sind wir dann auch durchgelevelt, würde ich sagen. Uhrzeit 14 Uhr. Okay. Fleisch kann ich auch ein bisschen stehlen. Ach, das stackt wieder nicht. Das ist wieder ein Schmutz. Nee, das stackt schon, aber der alte Stapel nicht. Esse ich den mal. Dann haue ich den mal mit hier in den Kühlschrank rein. Bitte geh weg aus dem Weg, danke. Ja. Ach, hier ist noch mehr. Wir haben auf dem Fleisch da, seht ihr? So. Jetzt stackt auch das Zeug alles, seht ihr, Leute? Man muss es nur wissen, wie es geht. Ja, so hier, weißt du aus? Wir haben noch Metall drin, also so ist es nicht. Da ist noch genug drin. Dauert ein bisschen, bis es durch ist und dann haben wir das. Ich überlege. Wir könnten ja schon mal ein Gewächshaus aufbauen. Ja, das könnten wir machen. Crop. Large. Crop Plot. Plot, genau. Und Stones in der Mitte haben wir ja freigeschalten. Dann brauchen wir Green. Achso, okay. Green House. Wall. Dach. Door. Ach ja, hier ist Door. Und noch die Schrägen. Und die schrägen Dächer. Mehr brauchen wir da nicht. Was will ich mit dem Fenster? Das brauchen wir ja nicht. Pipes können wir gleich noch freischalten. Stone. Das normale brauchen wir. Stimmt auch. Das Ding auf jeden Fall. Vertikal brauchen wir. Also Ansaugrohr brauchen wir und ein Tab. Gut. Ich überlege, wie groß soll das Gewächshaus sein? Ich überlege gerade immer mal. Drei Fundamente breit und 1, 2, 3, 4, 5 lang. Genial. Ich tue mal abloggen hier, weil mehr brauchen wir davon echt nicht. Nochmal. Gucken wir hier nochmal rein. Stein und Stroh. Gut. Dann gehen wir jetzt noch Stein und Stroh fahren.
Hallo, bitte, danke. Lenk, lenk. 15 Stück. Das läuft durch. Das läuft durch. Wir haben jetzt auch so gut wie ein Level ab, Leute. Und beim nächsten Mal basteln wir uns wahrscheinlich dann auf die Industrieschmelze schon. Gucken wir hier, 1900 von 2500. 506 Metall fehlt noch und dann ist es durch. Das wären noch 1000 Metall, 1000 Rohmetall. Ja, das ist easy, da, guck mal, Leute. Hier sind nur noch über 1000 Metall drin. Easy, easy, Leute. Kann man nicht sagen. Ich guck gerade nur. Kristalltechnisch haben wir nicht noch mehr da. Ne? Wir haben jetzt hier 1000 drin. Und wir brauchen 250. Okay. Aber ich sag mal so, dann können wir ja auch das Rest von diesem Zeug noch dann durchballern lassen, wenn wir wollen eigentlich. Klar, Gewächshaus. Nee, ich brauche erstmal die Crop Plots. Landwirtschaft. Moment, Leute, wir haben 3x5 gesagt. Also machen wir 2 da. Momentchen. 4 auf jeder Seite. Ja. Ob das wieder reicht, die Ressourcen. Ich bin gespannt. 7 gehen. Fasern. Dann tue ich mal geschwind noch die Fasern ranholen. Sicher haben wir dabei, ist aber eine gute. Nice. Und jetzt gehen wir nochmal Gewächshaus. Ne, das war Landwirtschaft, genau. 10 Stück. Ne, 8. Nice. Jetzt hole ich mir noch. Sorry, aber tut mir leid, aber ich muss dich halt mal zur Seite boxen. Das Fleisch her. Das auch. Level up, Leute. Gewicht. Cool. Jetzt können wir sie freischalten, Leute. Beim nächsten Mal. Bitte geh einfach aus dem Weg. Dankeschön. Beim nächsten Mal. Bauen wir uns dann die Industrieschmelze. Wirklich, Leute. Das wird cool. Darauf freut. Was würde ich jetzt machen, Leute? Ich dürfe mal das Zeug anbauen. Keine Ahnung, ich wollte irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen wollte. Wir haben 15 Dinger, wir haben 8 dieser Dinger und das Gewächshaus mache ich dieses Mal erstmal noch nicht so krass. Nach einer Zeit werde ich es dann ein bisschen aufhübschen. Gewächshausdinger. Ja. Momentchen. 3x5, also machen wir 5. Und dann nochmal, warte kurz. 5, 10, 13, 16 Stück nochmal oben drauf. Das wird teuer, Leute. Mit einer Tür rein. Und dann brächten wir noch. Ich tue mal hier. Okay, geht nicht mehr. Okay. Männchen, warte kurz. 15 Dächer. Machen wir das mal die 6 Dinger. Und was liegt's? Wahrscheinlich am Kristall. Gut, ich tue es noch mal ganz kurz. Kristall reinhauen hier. Und dann, Leute, platzieren wir noch die wunderbaren Grundfundamente. Ne, warte mal, die tun wir beim nächsten Mal aufbauen, würde ich sagen, platzieren. Vielleicht tue ich offscreen da vorher noch mal was vorbereiten und dann. Ja, gucken wir mal. Alles hier raus schon mal. Ich tue mal Kristall reinpullen. Ich hoffe, wir haben noch Zement da. Ich hoffe, wir haben noch Zement. Stimmt, Leute. Jetzt haben wir nicht mehr. Ach komm, Leute. Manchmal hackt's ab, bitte, ne? Ach, Leute. Eine Folie. Manchmal hackt's ab, bitte, ne? Was soll man dazu sagen, Leute? Aber gut, das müsste jetzt durchgeballert werden können. 100 Stück. 100 Stück. Ich baue sie einfach fast alle durch.
Das lasse ich übrig. Und gucke nochmal. Jetzt müsste ja gehen, ha? Ich bin nur noch Metall. Ach so, man brauchen ja auch mit. Ich habe schon wieder Metall verblendet an den Quatsch. Gut, gut, gut. Und Leute, ich habe jetzt 6 Dinger gebaut, wir brauchen 15. Das bedeutet, wir brauchen jetzt noch, Momentchen, 9 von diesen. Wie viel Metall brauchen die denn? 10 Stück ist nicht die Menge. Okay, okay. 9 Stück. Und ich meine, mit dem Dach ausbauen, damit es schöner aussieht, kann man ja auch später nochmal machen, würde ich sagen. Daraufhin würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare zu allen drum und dran. Ich wünsche euch noch frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Ciao.